So sieht also ein Kesselhaus aus bei den Zwergen. Na gut. So soll es denn sein. Gleich mal wieder ein bisschen was zum Plündern. Krempel. Abfälle. Zwergische Abfälle. Was sagst du dazu, Lydia? Meinungslos wie immer. Immer wieder hier so eine Müsli-Schüssel mit. Kann man nie genug haben. Na, die Falmer, die haben hier ganz schön gewütet. Und da kommt schon einer, ein Schleicher. Ja, den habe ich wirklich nicht kommen hören. Der weiß, wie man schleicht. Ah. Und er weiß, wie man kämpft. Und... ui. Das war mal was Neues. Knie gebrochen und dann noch die Kehle aufgeschlitzt. Was hat er denn so alles dabei? Oh, Heiltrank wenigstens. Na gut. Hm. Was haben wir denn hier? Die Zwergenbar. Du kommst auch noch mit. Ja, ziemlich ruhig hier unten, würde ich mal sagen. Mehr als Schüsseln und Schalen und so findet man auch zurzeit gerade nicht. Obwohl, die will ich auch gar nicht alle mitnehmen. Ist mir dann ein bisschen zu nervig, hier wirklich jedes Krümelchen aufzusammeln. Könnt ihr behalten, euer Schrott, ihr Zwerge. Ich fühle mich ein wenig wie der Alteisenmann. Ich hätte nur gern so eine coole Glocke. Oh, der ging ins Auge. Oh, der feuert aber nicht schlecht. Jetzt hör mal auf. Na also, lass deinen Bogen fallen. Und geh in Slow-Mo down. Ah, ein bisschen Kohle. Und hier noch so ein Barren. Ja, obwohl, wir regenerieren uns relativ schnell. Ich habe jetzt keine Lust, uns hochzuheilen. Andererseits kommen da wahrscheinlich gleich Gegner. Na gut, ich mach's. Na gut, na gut, na gut. So. Schild wieder raus. Obwohl, wenn ich schon Mana und so habe, könnte ich mir auch gleich was beschwören. Da hinten kommen nämlich wirklich schon wieder Gegner. Na, die stehen noch rum, die haben uns noch nicht entdeckt. Jetzt holen wir wieder unser Schild raus. Mann, die sieht wirklich cool aus. Gefällt mir gut. Bin froh, dass ich hier den Zauber gefunden habe. Oh! Da wird schon wieder rumgeschlichen. Von den Falmer mit Magie. Ah, komm! Lydia suckelt hier schon die Lebensenergie raus. Ich kann das nicht. Wie geht's unserem Hund? Dem geht's gut. Gott sei Dank. Gebt mal eure Habseligkeiten. Was haben wir denn hier drüben? Meister, kein Problem. Kein Problem. Ui. Naja, okay, vielleicht doch ein Problem. Ah. Irgendwo da drüben. Nee. Nee. Aber fast, fast. Naja, so teilweise. Komm, das will ich jetzt knacken. Och komm. Sei einmal nett. Und lass dich von mir aufmachen. Ah, hier irgendwo an der Ecke. Da sind es meistens nur noch Millimeter. Ah, Moment mal. Fast, 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 fast. Ah, hier. Ein Stück höher. Ah, ein Stück höher. Na, vielleicht hier. Ja, also. Der Meister hat das Schloss geknackt. Und wir haben hier wieder ganz viel tolles Zeug. Schlossknacken auch noch verbessert. Leer. Voll. Na, super. Na, auch wir Helden müssen mal entspannen. Nicht wahr, Hund? Lydia, Feuerwesen, komm. Setzt euch hin. Was haben wir denn hier alles so?
Ah, du fällst mal auseinander. Das nenne ich entspannen. Ja, gehen wir weiter. Die Zwergen wussten eben, das Wichtigste auf der Welt ist gut sitzen. Da macht man natürlich ein meisterliches Schloss davor, damit nicht jeder gut sitzen kann. Aber hier vorne sieht es interessanter aus. Hier haben wir wieder ein Gift und Metallschrott und noch mehr Metallschrott. Was haben wir denn hier? Ja, Zahnräder. Hat mir schon einer geschrieben, die braucht man später für irgendetwas. Irgendeine Quest. Ja, keine Sorge. Wenn es soweit ist, habe ich Zahnräder versprochen. Ich gehe meistens nochmal in die Dinger rein und sammle einfach ein bisschen auf. Also, hier geht nichts verloren. Keine Angst. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Sah irgendwie aus wie eine Waffe, aber... Lydia? Lydia? Ach, da. Was haben wir denn hier? Haben wir das schon aufgemacht? Ja. Da war gar nichts. Okay. Sind jetzt wieder alle da. Lydia. Ja, also. Geht doch. Auch du kannst eine Tür öffnen. Brav gemacht. Wenn der Hund das kann, kann das die Lydia doch auch, oder? Anscheinend wurden die Zwergen hier ausgerottet und die Falmer haben dieses Gebiet übernommen. Lass doch meinen Hund! Immer auf meinen Hund. Wenn ihr nur auf meinen Hund könnt, ihr Krabbelviecher. Aber nicht mit ihm. Stärker als ihr. Was haben wir denn hier? Ein Stein. Na, 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 na. Krach mir ja nicht ein. Oh. Oh. Krabbler, Krabbler. Oh, da kommt ja richtig viel. Geht erstmal weg und dann holen wir uns gleich mal so zwei kleine Heiltränke. Und dann kümmern wir uns um den Kram hier unten. Oh nein. Erstmal hier den einen. Oh Gott. Fast gestorben. Hauen wir uns lieber mal wieder Heilung rein. Lydia, geh drauf. Geh drauf. Lass mich hier nicht hängen. Ist hier irgendwo noch einer? Boah, es war ja mehr als knapp eben. Ich wäre fast gestorben. Ich sollte hier mal schnell einen Quicksave machen. Was ich auch machen werde. So, hier ist auch ganz schön dunkel. Damit wir was sehen, holen wir uns noch ein bisschen Kerzenschein. Romantik. Also. Da. Geht doch. Waffen wieder raus und plündern. Was haben wir denn hier alles? Vogelnest. Ein Drosselei. Ein Drosselei in der Höhle. Die Truhen von denen sehen ja irgendwie sehr interessant aus. Eigentlich nur so ein Vieh ausgestopft. Lydia, dürfte ich bitten? Lydia. Tut mir leid. Tut mir leid. Sorry. Sorry. Echt jetzt. Komm, ich helfe dir auf. Alles cool? Okay. So, und hier war noch irgendwie eine Laute. Ein Beutel. Zaubertrank der Heilung. Schuhe. Ja, die fressen gerne Menschen. Lecker, lecker Mensch. Was hat der hier noch? Ebenerz. Boah, Ebenerz. Da freue ich mich immer. Das ist wirklich so das Einzige, was ich noch finden will. Außer irgendwie eine coole Waffe natürlich. Aber Ebenerz ist der Hammer. Daraus kann man sich so ziemlich alles machen, was toll ist, wie Detra oder eben Ebenerz-Sachen, die gar nicht mal so schlecht ist, wenn man Detra noch nicht hat. Aber ich kann nur jedem raten, spart es euch auf, denn die Herzen und so, an die kommt man eigentlich ran. Was haben wir denn hier?
schon wieder ein toter Wissenschaftler und ein Schleicher. Und ein blitzespuckender Freund. Hauen wir die erstmal weg und dann geht's mal hier auf den Schleicher drauf, dass der weg ist. Und dann, wo ist Lydia? Lydia. Gott. Der ist zäh, aber nicht zäh genug. Anderer hat Lydia geholt. Gut gemacht. Gut gemacht, Team. Dann nehmen wir mal wieder die Ohren mit. Und war hier nicht noch irgendwas? Genau, ein Wissenschaftler. Und da scheint nichts zu sein. Anscheinend sind die mitten in dieses Falmernest reinspaziert und sowas ist natürlich alles andere als gut. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Denn diese Viecher sind ziemlich hinterhältig und auch gar nicht mal so dämlich. Immerhin haben die eine eigene Schmiedekunst. Und sind auch ziemlich magiegewandt. Oh nein. Ah, nein. Oh, komm. Was haben wir denn da hinten? Gar nichts. Rein. Gar nichts. Okay. Hier ist es wieder wahnsinnig dunkel. Holen wir uns doch gleich mal Licht. Schon praktisch. So. So. Oben drauf. Und wo geht's jetzt weiter? Es geht nirgendwo weiter. Irgendwo muss es ja weitergehen. Schauen wir mal in die Karte rein. Ah, hier. Ach da, Gott, ich gehe direkt vom Eingang. Und sehe nicht. Na, super. Was? Was ist denn das hier? Was ist jetzt hier los? Ach da. Ich wurde geblendet von diesem Stein. Warum blendet dieser Stein oder warum leuchtet der? Irgendwie komisch. Haben wir hier unten noch irgendwas Interessantes? Ja, hier. Eine Truhe. Da können wir gebrauchen, Dietrich. Vulkan-Zweihänder. Ja, warum nicht? Nehmen wir mal mit. Und noch ein paar Eier. Die ja wirklich immer ganz gut sind, wenn man sie verkaufen will oder Alchemie. Schade, dass unsere Kerze nur so kurz ist. Eine Minute ist nicht wirklich viel. Aus dem Nichts. Du bist vergiftet worden. Nein, haben wir Gegengift? Ich weiß gar nicht. Haben wir da irgendwas dabei? Ich glaube, wir haben sogar was. Bin mir aber nicht so sicher. Obwohl das Gift ist anscheinend nicht so stark.